Hallo zusammen, Storytime! Ich habe heute eine Geschichte für euch, die mir tatsächlich und wirklich passiert ist an Weihnachten. Und das dicke Ende der Geschichte erzähle ich euch jetzt gleich. Ich hätte es selbst niemals für möglich gehalten, aber das habe ich selbst gestern erst erfahren. Deswegen ist es brandaktuell. Ich erzähle es euch jetzt, während ich mich schminke. Nebenbei seht ihr auch noch, wie dieser Look hier entsteht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. By the way, das ist hier kein Clickbait. Ihr habt ja wahrscheinlich den Titel und das Thumbnail gesehen und deshalb draufgeklickt. Diese Story hier ist mir wirklich passiert. Ich weiß, dass es im Moment ein bisschen rumgeht bei YouTube, dass solche Titel kommen wie Arm gebrochen, schwanger, Unfall, keine Ahnung. Und das eigentliche Thema kommt dann nachher im Video gar nicht vor. Also ich habe schon Videos gesehen, wo wirklich stand, Arm gebrochen und am Ende noch nicht mal der Nachbar vor 5 Jahren den dicken Zeh verstaucht hatte, sondern einfach mal so gar nicht darüber gesprochen wurde oder eine uralte Story rausgekramt wurde oder es ist irgendjemand anderem passiert, den kein Mensch kennt. Diese Story hier ist mir wirklich widerfahren und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach an, mich zu schminken und euch die Story von Anfang an zu erzählen. Ich blende auch noch ein paar Bilder und ein paar Aufnahmen dazu ein und erkläre euch genau, was mir passiert ist. Ihr seht, hier ist schon etwas passiert in meinem Gesicht und zwar habe ich bereits eine Foundation aufgetragen, die Nude by Nature Flawless Liquid Foundation in der Farbe N5 Champagner habe ich die. Die mag ich im Moment total gerne. Außerdem habe ich meinen Concealer bereits aufgetragen. Ich habe hier den Bare Skin Serum Concealer von Bare Minerals verwendet und den habe ich eingearbeitet mit einem angefeuchteten Beauty Blender. Zum Schluss habe ich das Ganze gesettet mit dem Velvetizer von Urban Decay. Das habe ich nur ganz leicht aufgestäubt. Und jetzt mache ich mich an meine natürlichen Augenbrauen. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet mit dem Micro Brow Pencil von NYX. Da habe ich so ein bisschen Form vorgegeben und die Spitze hinten präzisiert. Aber jetzt verwende ich so wie jeden Tag aktuell von Divaderm den Brow Extender 2. Der ist mit Fasern versehen und damit fahre ich einfach über meine Augenbrauen drüber. Und ihr werdet sehen, es geht ganz, ganz schnell. Ich hoffe, ihr seht hier vorne nicht den Spiegel. Ansonsten, also ich muss ja irgendwo reingucken, um mich zu schminken. Okay, und dabei fange ich jetzt mal an zu erzählen. Es war Heiligabend. Und wie vermutlich alle, die Heiligabend feiern, sitzt man zusammen und feiert den Abend. Und jetzt habe ich auch noch einen 7-jährigen Sohn. Das heißt, mit Kind ist das Fest natürlich besonders schön. Und wir hatten auch schon abends, die Geschenke waren ausgepackt. Und ich bin über ein Geschenk gestolpert. Aber nicht einfach nur so, hoppala, ich bin gestolpert, sondern ausgerutscht, nach hinten geflogen, mit dem Steißbein auf den Boden geknallt und gleichzeitig auch habe ich mich mit der linken Hand so abgestützt, also auf den Boden, dass ich voll auch also auf die Hand geflogen bin. Und es gab einen stechenden Schmerz. Ich war ganz benommen, weil es mich überrascht hatte natürlich und ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, was los ist. Mein Steißbein hat natürlich auch geschmerzt wie die Hölle und ich habe mich dann erstmal auf die Couch geschleppt. Tatsächlich. Also man kann sagen geschleppt. Ich bin nämlich eigentlich über den Boden gekrabbelt und habe mich dann an der Couch hochgezogen und habe mich da drauf gelegt und habe für mich ganz alleine, also es war natürlich jemand da, logisch, ne? Aber ich habe so für mich ganz alleine, ich bin so in mich gegangen und habe so eine Art Bestandsaufnahme gemacht. Ich habe also wirklich minutenlang also in meinem Hirn und in meinem Körper abgecheckt, was ist da jetzt gerade passiert? Mein Steißbein schmerzt immer noch, mein Arm tat weh. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe die Uhr abgelegt, die ich umhatte. Und das war diese hier, diese dicke. Weil ich merkte, es schwillt sofort an. Es wurde also ein bisschen dicker. Und ich hatte zu dieser Zeit tatsächlich nicht das Gefühl, dass da irgendwas gebrochen sein könnte. Ich habe gedacht, mir ist ja gar nicht schlecht geworden. Das ist jetzt bestimmt ordentlich geprellt, verstaucht, gezerrt. Irgendwie sowas in der Art. Ich verwende jetzt verschiedene Lidschatten von MAC, die schreibe ich euch allerdings unten in die Infobox. Ich nehme jetzt Brûlé, dann nehme ich Wedge für die Lidfalte. Ich nehme eine meiner Lieblingsfarben Handwritten für vorne und für hinten und wahrscheinlich auch noch ein bisschen Blackberry. Auf das wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ich erzähle jetzt mal weiter. Dann ist die Hand ein bisschen dicker geworden. Also sie ist tatsächlich angeschwollen und davon gibt es tatsächlich auch eine Aufnahme. Die Aufnahme habe ich allerdings erst am nächsten Morgen gemacht. Genau, zeige ich euch gleich. Ich habe sowieso ein paar Aufnahmen für euch da. Also die Hand schwoll an, die Hand tat weh, ich konnte sie nicht richtig bewegen, aber ihr wisst, wie das ist. Heiligabend, Kind, Tannenbaum, Geschenke sind ausgepackt. Da hat man jetzt wenig Lust, ins Krankenhaus zu fahren. Schon alleine aus dem Grund, weil man sich denkt, da gehen ja Stunden meines Lebens drauf. Da sind bestimmt ganz viele Leute in der Notaufnahme. Und so wichtig ist das jetzt auch nicht hier mit deinem Arm und deinem Steiß. Da musst du jetzt echt nicht ins Krankenhaus. Warte ich erstmal ab, was sich so am nächsten Tag zeigt und dann kann ich ja immer noch ins Krankenhaus fahren. So war der Plan. Also bin ich mit meinen Schmerzen ins Bett gegangen und habe gedacht, das wird schon wieder. Morgen früh wirst du bestimmt wach und da war dann eigentlich gar nichts und ja, wird schon nicht so schlimm sein. Ne? So habe ich halt gedacht.
Am nächsten Morgen war die Hand immer noch dick, beziehungsweise sie war sogar noch ein bisschen dicker geworden, wenn ich das so sagen darf. Und ich habe zu dieser Zeit, ich habe ja Snapchat und Instagram Stories und ich bin mir heute jetzt unsicher, ob ich das auf Instagram Stories auch gezeigt habe. Ich meine aber ja. Da habe ich euch ein Video gemacht, mehrere Snaps gemacht und habe euch das gezeigt und habe gesagt, Mensch, ich bin gestern hingeflogen, ne? Ich bin so doof gestolpert und bin so hinten runtergeknallt, dass mir das jetzt echt wehtut. Und dann habe ich das hier, ich spiele das jetzt mal eben ein, für meine Freundin abgefilmt. Da habe ich ihr halt meinen Arm gezeigt und ihr seht, dass es halt eben rechts an der Seite total geschwollen ist. Man hat es vor allen Dingen gesehen, wenn ich meinen Arm so nach hinten, mein Handgelenk so nach hinten geknickt habe. Und auf der anderen Seite war es auch geschwollen, da war so eine kleine Beule und es hat halt eben wehgetan. Und ja, dann war es wirklich so, dass die meisten Zuschauer, die das jetzt gesehen hatten, mir dann geschrieben haben, Mensch, ne, geh doch vielleicht doch mal ins Krankenhaus oder geh halt zum Arzt und lass halt abchecken, ne? Weil viele von euch wussten, dass wir ja noch in den Urlaub fliegen. Wir hatten ja Urlaub gebucht ab dem 27. Dezember, also direkt nach den Weihnachtsfeiertagen in Ägypten. Und in Ägypten ist jetzt so. Naja, da möchte man nicht zum Arzt gehen, sag ich mal so ganz salopp. Nicht so gerne. In einem fremden Land und so, ne? Da fühlt man sich nicht so gut bei. Also habe ich gedacht, naja, wenn ich gehe, dann gehe ich vor dem Urlaub. Auch meine Freundinnen hatten mir gesagt, ach, geh doch vielleicht doch mal zum Arzt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, aber es sind doch Weihnachtsfeiertage. Wenn ich da jetzt hingehe, Notaufnahme, Wartenummer ziehen, stundenlang und so. Und es war ja jetzt nun auch der erste Weihnachtsfeiertag. Das heißt, wir waren eingeladen zum Essen bei meiner Schwiegermutter. Und die macht immer so leckeres Essen, ne? So richtig so Braten und zwei verschiedene Gemüsesorten. Und dann gibt es Kartoffeln und Knödel und Rotkohl. Und ich wollte es mir nicht entgehen lassen. Ich war zu gierig und habe gesagt, lass uns doch erstmal dahin fahren. Und da waren wir, glaube ich, um 2 Uhr oder so. Also ich habe dann ein bisschen länger geschlafen, habe mich in Ruhe fertig gemacht. Und dann sind wir zu meiner Schwiegermutter gefahren und haben dann da lecker gegessen. Ihr seht, was ich jetzt mit meinen Augen gemacht habe. Also ich habe jetzt die Farbe Handwritten hier vorne und hier hinten aufgetragen und so ein bisschen in die Lidfalte. Jetzt werde ich das Ganze verblenden und ich mache einen kurzen Ausflug in die Schminkwelt. Das hier ist ein Pinsel von Wayne Goss. Den habe ich geschenkt bekommen. Das ist die Nummer 03. Das ist ein dicker, fluffiger Blendepinsel. Das ist so ziemlich der heißeste Shit, den ich je in der Hand gehabt habe. Ganz ohne Spaß. Also ich habe schon viele Pinsel verwendet. Ich liebe die Pinsel von Luvia. Aber das hier ist eine ganz andere Hausnummer. Ich sag's euch. Eine ganz andere Hausnummer. Das sind Pinsel, die in Japan gefertigt werden. Die sind butterweich. Butterweich. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich liebe diesen Pinsel. Und ja, wenn der nicht gerade nass ist, weil er gewaschen wurde, benutze ich nur noch den hier in der Lidfalte. Also super gerne. Super, super gerne. Und ich liebe den einfach. Und ich habe auch noch einen bekommen. Das ist die Nummer 05, das ist so ein kleiner feiner Pencil Brush. Da werde ich gleich die Farbe am unteren Wimpernkranz mit auftragen. Wahrscheinlich Sketch, wie schon gesagt. Das mache ich jetzt auch direkt mal. Ich gehe in Sketch hinein und gebe mir die Farbe hier unten am Wimpernkranz auf. Für die Mitte meines Augenlides werde ich jetzt einen Farbton aus der Huda Beauty Desert Dusk Palette verwenden. Und zwar hier unten diesen schönen Ton hier mit dem Namen Kaschmir. Und dafür nehme ich einen festgebundenen Pinsel, gehe in die Farbe hinein und tupfe mir diesen Ton nur auf das bewegliche Lid auf. So ein Hauch davon darf sich auch hier unten wiederfinden, aber auch nur in der Mitte am unteren Wimpernkranz gebe ich den auf. Okay, zurück zur Story. Der ein oder andere erinnert sich bestimmt daran, dass ich das gesnappt habe. Und der ein oder andere von euch ist mit Sicherheit auch jetzt dabei und hört sich die Geschichte an, der mir geschrieben hat und gesagt hat, geh doch lieber zum Arzt. Ich habe auch verschiedene Beispiele zugeschickt bekommen. Da hat jemand gesagt, Mensch, bei mir war das genauso und am Ende hatte ich einen Bänderriss und ne, ich soll heiße Wickel machen, ich soll kalte Wickel machen. Also mir wurden die verschiedensten super lieben Tipps gegeben und es hat mich total gefreut, dass ihr auch so Anteil genommen habt und mit mir gelitten habt und mir gute Besserung gewünscht habt. Und darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Dennoch, immer wenn ich so für mich war, so alleine war für mich, habe ich gesagt, kann es sein, dass da wirklich was Schlimmeres passiert ist? Oder ist der Schmerz auszuhalten? Ist es vielleicht eine Zerrung, eine Prellung? Das ging alles so durch meinen Kopf. Und wir saßen beim Essen bei meiner Schwiegermutter. Also ich saß bei meiner Schwiegermutter am Esstisch mit allen Verwandten. Und ich habe immer meinen Arm, meinen linken Arm, so da liegen gehabt. Also ich habe den abgelegt und der lag so. Also so. Immer so nach oben, ne? Hatte ich den. Und die Hand so halb offen. Es sah ziemlich dämlich aus. Aber ich konnte nicht anders. Das war die entspannteste Position einfach für meinen Arm. Deswegen habe ich unbewusst wahrscheinlich meine Hand immer so abgelegt in meinem Schoß, um sie zu schonen. Und das war halt eben angenehm für mich in dem Moment. Und dann ging es ans Essen. Ich konnte meine Gabel nicht richtig halten. Das heißt, ich habe mit meiner linken Hand in das Fleisch gestochen und wollte mit rechts schneiden. Und das ging einfach nicht. Ich konnte diesen Druck mit der Gabel nicht ausüben. Und dann habe ich meine rechte Hand genommen und habe mit der linken
die Gabel quasi geführt und reingesteckt, habe dann das Messer aufgenommen und habe geschnitten und habe mir das dann so zum Mund geführt. Also so schlimm war es, ja, tatsächlich. Und ich habe das aber nicht als so schlimm empfunden. Und ja, meine Verwandten haben natürlich dann gesagt: Mensch, hör mal, ich sehe ja jetzt, wie du mit deiner Hand, ich konnte auch keinen Teller tragen, ne? Also man musste das so von einem Raum zu anderen, von der Küche ins Esszimmer tragen, die Teller und die Soßen und so weiter. Und dann wollte ich natürlich helfen, aber ich konnte alles nur mit rechts tragen. Das ging also mit links nicht. Und ja, dann haben halt eben meine Verwandten gesagt: Mensch, denk doch mal drüber nach, fahr doch vielleicht mal zum Arzt, nur um das abchecken zu lassen. So, mein Mann hat gesagt: Ja, gut, wenn wir jetzt aber zum Arzt fahren, dann kriegst du bestimmt einen Gips. Und ich habe gedacht: Jo, ein Gips? Das ist ja unangenehm, wir wollen doch in Urlaub, ich will doch in den Pool. So, das war so. Und habe ich gesagt: Ach, wisst ihr was? Ich genieße lieber meine Zeit hier mit euch. Wir essen jetzt schön. Es gab natürlich Nachtisch. Wir sind bis abends geblieben. Ich habe gar keine Lust, zum Krankenhaus zu fahren, weil dann sitze ich dann wieder 5 Stunden, 6 Stunden Wartezeit, bla bla bla, Röntgen und so weiter. Dann ist da gar nichts, ne? Dann lachen mich alle aus am Ende und sagen: Haha, guck mal, da hat sie nur eine kleine Verstauchung oder eine kleine Zerrung. Und ja, dann hat sich das alles quasi nicht gelohnt. Da gehen ja Stunden meines Lebens bei drauf und am Ende ist da gar nichts, ne? Und dann habe ich gedacht: Komm, halt es einfach aus, das schwillt schon wieder ab. Der zweite Weihnachtsfeiertag war jetzt auch nicht viel besser. Hand war dick, Hand schmerzte, aber ich habe immer wieder Positionen gefunden, in der ich sie ausruhen lassen konnte und wo ich dann halt eben keine Schmerzen oder nur einen leichten Schmerz hatte, der auszuhalten war. Und dann sind wir in Urlaub geflogen. War natürlich jetzt ein bisschen Stress auch für mein Handgelenk, ne? So mit Koffern und Handgepäck. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man so verreist, ne? Hat man ja immer irgendwas zu schleppen oder zu tragen oder so. Aber das ging irgendwie. Ich habe instinktiv meinen Arm geschont, habe also sehr, sehr viel mit rechts gemacht, habe links halt eben ausgeklammert sozusagen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich einen Pullover anhatte mit so einer Känguru-Tasche vorne drin. Und als ich dann im Flugzeug saß, habe ich zu meinem Mann gesagt: Puh, mein Arm tut jetzt ganz schön weh, also meine Hand hier, mein Handgelenk tut ganz schön weh. Und aber wenn ich das in die Känguru-Tasche so reinlege und ablege, dann geht's. Und so bin ich dann auch wirklich im Flugzeug, hier fliegt ein Flusen rum, im Flugzeug eingeschlafen. Und ja, dann waren wir im Urlaub, ne? Und ich habe dort, im Urlaub macht man natürlich keine Hausarbeit, da ruht man sich aus, ne? Da liegt man viel auf der Liege rum, da geht man vielleicht am Strand spazieren und solche Dinge. Also man belastet die Hand nicht wirklich. Ich habe aber gemerkt, wenn ich mit meinem Sohn im Wasser war, mit ihm rumgetobt habe, dann habe ich so nach 20, 30 Minuten gesagt: Puh, jetzt tut mir aber schon meine Hand wieder weh. Ich glaube, ich gehe mal raus. Das ging ihm ziemlich auf die Nerven, weil er immer sagte: Boah, Mama, wie lange denn noch? Wie lange willst du denn noch über deine Hand stöhnen? Und bei der Wassergymnastik konnte ich auch nicht wirklich teilnehmen, weil man musste sich so rückwärts aus dem Pool herausdrücken, um sich an den Rand zu setzen, um dort die Übungen fortzuführen. Und das konnte ich gar nicht. Also ich konnte mich gar nicht rausdrücken. Ich habe dann so halt ein paar Übungen mitgemacht und unter Wasser aber Wasser schieben und so war auch schon ein bisschen doof. Also so richtig in Ordnung war das nicht. Moment, ich muss mir mal eben Flusen aus dem Auge pulen. Und ich merkte also, wenn ich meine Tasche getragen habe, diese Ziehbewegung hat mir wehgetan. Wenn ich meine Hose hochgezogen habe, das konnte ich nicht. Es hat mir wehgetan. Und wenn man sich die Tasche so mit dem Gurt über die Schulter, kennt ihr das? Ich nehme die dann so hoch und dann lege ich die so mit dem Daumen, ziehe ich das dann so über die Schulter und mache die so fest. Das konnte ich auch nicht. Da habe ich immer Aua gesagt und gesagt: Ach, das geht nicht. Ne? Da musste ich alles halt eben mit rechts machen. Aber es wurde im Urlaub tatsächlich von Tag zu Tag besser und ich habe gesagt: Ach, eigentlich. Und mein Mann hat zwischendurch immer gefragt: Wie geht's denn da im Arm? Und habe ich gesagt: Immer eigentlich. Ich gesagt: Geht schon. Es wird besser. Also langsam, aber es wird langsam besser. Alles klar. Jetzt kommen wir mal zum Plot der Geschichte. Ich laber ja schon ganz schön viel drum rum, aber ihr solltet die Vorgeschichte jetzt eben auch hören, wie sowas entstehen kann und warum vor allen Dingen das so passiert ist, wie es passiert ist. Jetzt war es so: Ich mache mir jetzt, also ich habe jetzt den Hoola Bronzer von Benefit zum Konturieren verwendet und meinen Too Faced Chocolate Soleil Bronzer zum Bronzen. Und ich nehme jetzt aus der MAC Snowball LE, Here Comes Joy, das ist aus der Weihnachts LE gewesen, so ein leichtes Puder, das eigentlich, glaube ich, ein Highlighter sein soll. Ich verwende das aber gerne hier oben und dann ziehe ich das so unterm Auge rum, weil ich finde, das macht so ein gesundes, scheinendes Finish. Also das hat so ganz leichte, das ist kein richtiger Highlighter, es poppt nicht so, ne? Aber das lässt das Ganze so gesund aussehen. Manchmal mache ich es mir auch noch auf die Stirn und auf die Nase und auf die Oberlippe. Und ich liebe das einfach. Das mache ich mir gerne so als zusätzliches Finish noch so oben drüber, weil ich das toll finde. Jetzt kommt noch Blush. Dann nehme ich den Milani Luminoso und als Highlighter das Too Faced Candlelight Highlighter Duo, weil das so ein bisschen rosig ist. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, wie es weiterging, damit ihr das versteht. Genau. Also, es war jetzt so, dass ich gemerkt habe, von Tag zu Tag wird es also besser mit meinem Arm. Ich konnte immer mehr damit machen. Er war immer beweglicher, aber ich konnte auch die ganze Zeit meinen Arm so drehen. Ich konnte so Greifbewegungen machen. Ich habe das ja alles so für mich abgecheckt, ne? Das ging ja die ganze Zeit schon. Also habe ich gedacht, kann da auch nichts gebrochen sein.
Wir waren also wieder zu Hause. Ich habe immer noch instinktiv meinen Arm so ein bisschen geschont und habe gedacht, es geht jetzt von alleine weg, alles wird gut. Habe aber dann festgestellt in der letzten Woche, dass ich in Ruhephasen, wenn ich meine Hand so abgelegt hatte, fing auf einmal mein Zeigefinger so an zu zucken, ohne dass ich das beeinflussen konnte. Es zuckte so. Und dann fing das mit dem Daumen an, dass der Daumen so zuckte. Und ich habe gedacht, na, ist egal. Und dann passierte das aber zweimal, dreimal am Tag, so mehrere Tage hintereinander und immer diese Zuckungen. Und dann kam auch so ein bisschen der Schmerz zurück und es zog hier so in den Unterarm rauf. Und ich habe gedacht, vielleicht lässt es doch mal abchecken. Also bin ich zum Arzt gegangen, zu einem Orthopäden, den ich schon kannte, den ich sehr sympathisch finde, und habe gesagt, gucken wir mal nach. So, der hat sich das Ganze angeschaut und hat gesagt, wo tut es denn genau weh? Hat richtig auf meinem Handgelenk auch rumgedrückt und ich habe gesagt, nö. Können Sie die und die Bewegung machen? Ja. Voll beweglich. Ja, hat er gesagt, ich kann da jetzt eigentlich nichts feststellen. Dann hat er nochmal Ultraschall gemacht, weil er reingucken wollte. Sagt er, da muss da irgendwas sein, wenn Sie das sagen. Ne? Ultraschall, alles abgefahren und hat gesagt, nee, ich kann da nichts feststellen. Sagt er, aber ich hätte ganz gerne, dass das nochmal geröntgt wird. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, dann gehe ich zum Röntgen. Dann musste ich zu einer Radiologiepraxis, wo geröntgt wurde. Und da bin ich dann halt eben gestern gewesen und bin dann da rein. Und die haben halt meine Hand in zwei Variationen geröntgt. Einmal von oben und einmal von der Seite. Und hier seht ihr jetzt auch das Bild dazu. Das ist also meine komplette Hand. Also ich zeige euch jetzt auch mal meine linke. Also innen hier, wo es zum Daumen geht, da gibt es halt eben diesen großen Knochen. Das ist die Speiche. Die heißt aber im vorderen Bereich Radius, habe ich gelernt. Und da seht ihr, und das seht ihr jetzt im nächsten Bild eingekreist, hier einen weißen Streifen. Und das ist tatsächlich ein Bruch gewesen. Ich konnte das gar nicht glauben. Der Arzt sagte dann zu mir, erzählen Sie doch mal, wie ist denn das passiert? Da habe ich ihm die Story erzählt und dann sagt er, ja, und welche Schmerzmittel haben Sie genommen? Da habe ich gesagt, Schmerzmittel? Keine. Und er so, also. Und damit waren Sie im Urlaub und ich so, Dann habe ich ihm halt gesagt, was ich alles nicht konnte und so, was ich euch auch gerade alles erzählt habe. Und er so, Ja, sagt er ganz ehrlich, gucken Sie sich mal das Bild an. Die Hand ist tatsächlich gebrochen. Und ich so, gebrochen. Ja, sagt er, die ist gebrochen. Dann hat er mir das erklärt, dass dieser weiße Streifen, den man da sieht, da hat mein Körper Kalk reingepumpt, um das Ganze zu stabilisieren. Ihr seht auch anhand des Bildes, dass er nicht ganz durch ist. Wäre der durch gewesen, hätte meine Hand so rumgebommelt wie eine Marionette. Aber er sagt, das letzte Stückchen, also es ist ja so dreiviertel durch, und das letzte Stückchen hat das quasi gehalten. Der Körper hat Kalk reingepumpt, um das zu stabilisieren, damit es wieder zusammenwächst. Und ich habe wohl instinktiv alles richtig gemacht, indem ich den Arm geschont habe. Nichtsdestotrotz hatte ich einfach ein Schweineglück. Ich hatte richtig Sahne, dass dieser Knochen gerade zusammengewachsen ist und nicht krumm. Wäre er krumm zusammengewachsen, hätte der tatsächlich nochmal gebrochen werden müssen, damit er danach eingegipst, geschient und gerade zusammenwachsen kann, damit es nachher halt wieder gut wird. Aber ich hatte echt Glück. Der ist gerade zusammengewachsen, bis auf so eine kleine Macke, hat er gesagt, die ist aber nicht schlimm, mein Arm ist ja voll beweglich. Und das, was jetzt meine Finger noch zum Zucken gebracht hatte, ist wohl die Schwellung noch da drin. Da laufen ja auch Nervenbahnen durch und das ist das, was das halt mit den Zuckungen verursacht. Ja, ich habe gestern ganz ehrlich, ich habe gelacht. Ich habe so gelacht, als ich bei diesem Röntgenarzt rausgegangen bin. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil ich dachte, das gibt's doch überhaupt nicht. Wäre ich doch mal zum Arzt gegangen, aber dann hätte ich ja einen Gips bekommen oder eine Schiene. Dann habe ich gedacht, eigentlich so schlussendlich unterm Strich alles richtig gemacht. Trotzdem möchte ich an euch weitergeben, dass wenn ihr sowas habt und euch unsicher seid, da könnt ihr 10-mal denken, das ist nur verstaucht, es ist nur gezerrt oder so, oder euch das schönreden, so wie ich es getan habe. Macht es nicht, geht bitte auf jeden Fall zum Arzt, lasst es abchecken. Fahr zum Krankenhaus, lass es röntgen, sicher ist sicher. Denn es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn das dann schief zusammenwächst und gebrochen werden muss. Ein Freund von mir hat das schon hinter sich, auch an der Hand, am Handgelenk. Und der hat gesagt, das ist allerdings kein Kindergeburtstag, das tut dann richtig weh. Ich gebe mir mal eben meinen Lip Liner von MAC auf die Lippen, das ist die Farbe Plum. Und beim Lippenstift kann ich mich jetzt gerade nicht so richtig entscheiden. Das sind diese beiden Farben hier, die ich zur Auswahl habe. Das ist einmal von NYX ein matter Lippenstift in der Farbe Siren oder Siren. Der sieht so aus, recht dunkel, aber schön, finde ich. Und von L'Oreal den Colorie Shine in der Farbe 466 Like a Boss. Der sieht so aus. Der scheint natürlich und ist sehr pflegend für die Lippen. Aber ich glaube, aufgrund des Namens nehme ich den von L'Oreal. Like a Boss. Das passt zu diesem Video und zu der Story, oder? Und die riechen so gut. Jetzt mache ich etwas, was ich immer mache, wenn ich Lippenstift aufgetragen habe, damit sich nichts an den Zähnen abfärbt. Ich stecke mir jetzt einen Finger in den Mund.
und mache so. Dann ist das nämlich von der Innenseite der Lippen alles an meinem Finger. Das kann ich mir dann schön abmachen. Und dann habe ich nichts an den Zähnen hängen. Seht ihr? Also, wie gesagt, ich bin dann also zurückgegangen zu dem Orthopäden, weil er wollte halt die Bilder sehen, um zu gucken, was da vielleicht noch zu machen ist. Und dann musste ich dort auch noch mal eine Zeit lang warten. Und als er mich dann dran nahm und mich reinrief, sagte er, hat Ihnen der Röntgenarzt schon erklärt, was los ist? Und ich so, ja, ich weiß schon alles. Und er grinste dann auch so ganz süffisant so und sagte so, Sie sind ganz schön hart im Nehmen, oder? Und ich so, naja, was soll ich sagen? Und er so, nee, jetzt mal im Ernst, sagt er, das muss doch richtig wehgetan haben. Und ich so, ja, hat's auch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, ich habe ein Kind zur Welt gebracht. Ganz ehrlich, da ist doch ein Handgelenksbruch hier echt ein Witz gegen. Ich habe das natürlich im Scherz gesagt und er hat es aber auch verstanden und hat mit mir gemeinsam gelacht. Das war echt lustig, weil er dann halt auch sagte, ja, meine Güte, ne, da haben sie einiges ausgehalten und dann halt eben noch verreisen und mit Koffer und so. Und ich so, er so, hat das denn nicht wehgetan? Ich so, doch, es hat wehgetan, aber ich habe es halt irgendwie ausgehalten. Das ging schon irgendwie. Ja, ich packe jetzt mal meinen Spiegel hier weg. Vielleicht kommt dann auch ein bisschen mehr Licht hier bei mir an. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich euch diese Story unbedingt erzählen, weil ich bin ganz ehrlich, das hat mich so ein bisschen aus den Schuhen gehauen gestern. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mein Pfötchen, also mein Handgelenk hier, tatsächlich gebrochen war und ich einfach mal knallhart damit in Urlaub fahre. Das soll mir erstmal einer nachmachen, ne? Aber mir wurde schon gesagt, ich hätte dann jetzt wohl eine Tapferkeitsmedaille verdient. Das wäre echt eine coole Nummer gewesen, die ich da abgezogen habe. Und wie gesagt, also so ein normaler Bruch, sagte mir der Arzt, dauert in der Regel 3 Monate, bis der komplett verheilt ist. Dieses Bild ist, wie gesagt, von gestern gewesen, hier von meinem Handgelenk. Und ihr seht, dass man da schon noch die Kalkablagerung und alles sehen kann. Man sieht den Bruch noch recht deutlich. Und das ist jetzt 5 Wochen her. Wir haben heute den 31. Januar. Passiert ist es am 24.12., also genau an Heiligabend. Und naja, ich habe jetzt schon einiges geschafft. Es ist schon gut verheilt. Und ich muss jetzt halt noch bis März, also bis die 3 Monate um sind, so ein bisschen darauf achten, dass ich das Handgelenk schone, dass ich halt jetzt nicht super Stress drauf bringe. Ne? Dass ich jetzt nicht immer so mache oder Liegestütze oder schwere Sachen schleppe. Ich muss es jetzt nicht übertreiben, damit es halt in Ruhe noch komplett abheilen kann. Und dann habe ich es quasi hinter mir, ganz ohne Gips. Und ganz ohne mir das Weihnachtsfest zu versauen. Also es gibt immer Positives und Negatives. Bei mir ist das jetzt zufällig mal gut gegangen. Ich möchte trotzdem noch mal ganz deutlich betonen, dass ich das niemandem rate, der denkt, vielleicht ist der Arm gebrochen, ist egal, lasse ich jetzt so, wächst schon wieder zusammen. Da spare ich mir, keine Ahnung, die Wege, die Zeiten, den Arztbesuch, was auch immer oder Spritzen oder so, wenn jemand Angst davor hat. Um Gottes Willen, geht lieber zum Arzt. Es hätte mir mit Sicherheit auch gut getan, wäre ich hingegangen, der Arm wäre geschient worden oder gegipst. Dann hätte ich halt zwangsläufig die Hand ruhig halten müssen. Man hätte dann im Nachhinein wahrscheinlich noch mal so ein bisschen Bewegungstherapie machen müssen. Aber nichtsdestotrotz wünschte ich eigentlich, ich wäre spätestens am ersten Weihnachtsfeiertag dann hingefahren ins Krankenhaus und hätte mir da helfen lassen. Dann hätte ich auch Gewissheit gehabt. Ich wusste ja die ganze Zeit über nicht, was ist es jetzt? Und ja, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Vielleicht, ne, dann hätte ich auf jeden Fall 100% Gewissheit gehabt, dass es gerade zusammenwächst. Es hätte jetzt auch ganz schlimm kommen können und es wäre halt, wie gesagt, schief zusammengewachsen. Dann hätte ich wahrscheinlich jetzt noch einiges vor mir gehabt mit Neubrechen, mit Gips 6 Wochen oder keine Ahnung, wie lange das dann gedauert hätte. Ich mag gar nicht dran denken. Also bitte. So lustig die Story jetzt im Nachhinein für mich ist, so nett es ist, sie euch zu erzählen, was tatsächlich passiert ist, möchte ich doch dazu raten, dass ihr auf jeden Fall einen Arzt aufsucht, wenn ihr sowas haben solltet. Weil mir halt gestern schon jemand sagte, so Gipsverbände werden ja überbewertet, das schafft man auch so. Nein, schafft man nicht. Das war bei mir wirklich, ich hatte einfach Schwein. So, Story ist zu Ende, darauf trinke ich jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Ihr findet wie immer alle verwendeten Produkte jetzt unten in der Infobox. Ich schreibe sie euch alle auf, weil ich jetzt ja nicht wirklich intensiv über mein Make-up gesprochen habe. Ihr habt zwar gesehen, wie ich mich geschminkt habe, aber in erster Linie ging es ja jetzt um die Geschichte, die ich euch gerne erzählen wollte. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich freue mich über jeden Daumen hoch, über jeden Kommentar von euch. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen zauberhaften Tag. Ohne irgendwelche Unfälle, ohne irgendwelche Verletzungen. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr bleibt mir gesund. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! You know you make me feel so alive. Can't stop it.